Willkommen zurück zu Dragensang Online und wie man in diesem Hampelmann schon sieht, befinden wir uns auf dem Testserver und, also in dem Hampelmann und an einem anderen Hampelmann sieht man, es ist das Geburtstagsevent und genau darüber werden wir auch hier berichten. Genau, es gibt einen Bonuscode, der ist auch gerade hier, das habe ich natürlich voll geplant, dass der Typ das jetzt reinschreibt, das war ganz sofort geplant. Der ist nur für den Testserver. Da gibt es jetzt 100.000 von den Kristallen der Wahrheit. Die muss ich dann mal kaufen kann. Großer Nikon, ja, das weiß ich alles. So, und zwar, das Geburtstagsevent wurde natürlich mal wieder komplett überarbeitet. Und jetzt ist natürlich die allererste Frage, ist es beschissener geworden oder nicht? In dem Fall ist es tatsächlich sogar besser geworden. Warum, erkläre ich euch jetzt in Ruhe. Und zwar, es gibt wie immer noch, ist das Prinzip dasselbe. Du kannst mit den Eieröffnern, die man bei normalen Monstern findet, kann man Eier öffnen und kriegt dann ab und zu mal so einen Geburtstagschip raus. Und damit kann man dann quasi in die Geburtstagsarena reingehen. Diesen Geburtstagschip, das ist eine der neuen Änderungen, kann man jetzt, war das bei dem hier? Ja, kann man jetzt auch hier kaufen für entweder Andermann oder für Sphärenscherben. Der Sphärenscherbenpreis ist aktuell noch sehr hoch, da habe ich mich auch schon mal drüber beschwert und mal gucken, ob die da was machen, dass das vielleicht ein bisschen weniger wird. Das wäre, also wie gesagt, die Hälfte von allem würde einfach komplett ausreichen. Gerade weil das Bezwingen der unbezwingbaren Event gerade durchgelaufen ist und somit hat kaum noch jemand Sphärenscherben. Weil da fährt man ja ordentlich Drakenkerne oder was auch immer. Oder halt auch Draken. Das wird hoffentlich noch geändert, aber ich weiß es halt nicht. Das kann ich jetzt nicht versprechen. Wie gesagt, man kann sich die Dinger kaufen. Und damit geht man dann in die Geburtstagsarena rein. In der Geburtstagsarena gibt es am Ende jetzt keine Knüppel mehr. Sondern gibt es etwas anderes. Das werde ich jetzt alles nur zeigen. Man sieht jetzt quasi, es gibt jetzt einen Fortschrittsbalken. Hier. Es gibt einen für Duria, einen für Nordlander, Atlantis, Mydror, Schlortag, Quasar, Hedische Spiele, Geisterfest, Ragan und Mitwinterfest. So, was gibt es Besonderes zu sagen? Das ist natürlich, du musst erst diesen Balken fertig haben, dann kannst du diesen Balken machen. Wenn du den Balken fertig hast, kannst du den Balken machen und so weiter und so fort. Am Ende tatsächlich lohnt es sich in dem Sinne, weil es beim Mitwinterfest, also das allerletzte Ding, weil da geht es jetzt nicht, wenn ich hinten drauf klicke, gibt es tatsächlich relativ viele gute Edelsteinbeute. Die gibt es auch nochmal weiter vorne. Hier gibt es auch nochmal strahlende Edelsteinbeute, nochmal perfekte Edelsteinbeute. Also das ist schon relativ sinnvoll. Dann gibt es diese kristallen Schneeflocken, Fluoridkristall und der Mitwintermond. Wenn du den zusammenbastest, hast du natürlich ein super Item. Und es gibt tatsächlich noch eine Rune der Aufwertung und einen Edelstein der Aufwertung. Und jedes Mal gibt es einen goldenen Piñata-Knüppel. Sowie eine... die Edelsteine tragen festliche Essenzen und andere Gegenstände, sowie eine der folgenden Jackpot-Belohnungen erhalten kann. Da kann man quasi jene... irgendwas bekommen. Ein geringer Runenbeutel, okay. Wie gesagt, da kann man halt irgendwas Bestimmtes rausbekommen. Das ist halt möglich. Und dadurch, dass du jetzt 10 Mal... dass du 10 Fortschrittsbalken hast, hast du auch 10 goldene Knüppel, weil ich glaube, es gibt bei jedem... ja. Obwohl, hier gibt's keine. Aber es fängt erst im Mythos an, wo es den goldenen Knüppel gibt. Okay, das heißt, hier unten gibt es auch keine goldenen Knüppel, aber später gibt es dann die goldenen Knüppel. Das ist der normale. Genau. So, fangen wir das Ganze auch mal an. Und zwar, wie gesagt, gehen jetzt mal an, hast du schon alles gemacht und so weiter und so fort. Gehst jetzt in die normale Geburtstagsarena rein. Ich mache die mal auf Infernal 4, einfach damit man es mal zeigen kann. Ich werde ein paar Mal verrecken, aber ist halt, der Char ist halt noch nicht so gut, ne? Wie man schon sieht, mögliche Belohnungen sind eine von den 10 Kisten. Das heißt, tatsächlich bekommst du am Ende eine von diesen 10 Kisten, beziehungsweise in dem Fall, je höher der Schwierigkeitsgrad ist, bekommst du mehrere Kisten. Das ist wie folgt aufgeteilt. Moment. Und das mache ich gleich in Ruhe. Erstmal zeige ich das mal ganz in Ruhe. So, ich nehme mal rote Essenzen rein. Wie gesagt, das ganze Event spiele ich jetzt durch mit einem Mittelklasse-Char, zumindest vom Damage her. Also Crit ist ja auch so Mittelklasse, ist okay, ne? Also relativ guter Mittelklasse-Char, kann man mal sagen, ne? Macht rote Essenzen. Ich habe mit roten Essenzen 76.000, das habe ich auf dem Live-Server fast mit grün. Also von daher, ja. Man hat hier, wie man schon sieht, keine 10 Flaggen mehr. Die 10 Flaggen sind komplett weg, es gibt noch eine einzige Flagge. Und auch nur diese 10. Das heißt, danach ist das Geburtstag, danach ist die Runde vorbei. Das heißt, die Runden, das ist das extrem Positive. Die Runden haben früher eine halbe Stunde gedauert und gehen jetzt tatsächlich sehr, sehr schnell. So schnell, wie du gerade bist. Jetzt zählt es runter. So, das heißt, hier kommt ein Monster. So, gut, klar, es ist auch Infernal 4. Ich verrecke ihn dauernd. Das ist auch ganz, ganz logisch. Mache ich auch gerade keinen Vorwurf, außer mir selber.
Also wie gesagt, wenn ich hier verrecke, ist es dann nicht so schlimm. Weil ist ja, wie gesagt, in Final 4 und ich habe einen schlechten Char. Aber ich mache einmal ganz kurz den Damage ein bisschen leiser. Das ist auch ein bisschen laut hier. So. So, wie gesagt, die Runde. Wie du siehst, es spawnen keine neuen Monster. Das ist auch eine Neuigkeit. Sondern die Monster sind alle auf einmal da. So, wenn diese Welle erledigt ist, kommt dann gleich die Welle 2 von 5. Wird ja gleich irgendwo drin stehen. Wie gesagt, wird natürlich von Welle zu Welle immer ein bisschen schwieriger. Monster Welle 2 von 5. Ich muss hier gerade ein bisschen strugglen. Das müsste ich also auf dem Live-Server nicht machen, weil da hätte ich genug Damage dafür. So, aber auch, wie gesagt, wie man schon sieht, mit einem Mittelklasse-Char, gut, ich habe jetzt gerade rotes Hensen drin, also wenn man einen guten Char hat, ist das anderes, ne? Ist, zumindest die ersten beiden Runden sind schaffbar. Und da kommt schon Monster Welle 3, da kommen wieder andere Viecher auf uns zu. Da kommt so ein Vieh auf mich zugerannt, das platzt auch noch. Das ist dann ganz doof. So, aber auch wie man hier sieht, auch machbar, bis jetzt zumindest. Ich geh mich. Ja. Sein, das trifft dich mal, macht plötzlich doch ganz, ganz viel Schaden. Aber gut. So, auch dieses Vieh ist im Prinzip machbar, wenn man es einmal kurz hat. Das ist ein Traum. Monster Welle 4 von 5. Uff. Gut, ich habe jetzt absolut gar keinen Buff drin. Ich habe kein Nichts drin. Ich spiele auf Infernal 4 mit einem schlechten Char. Also, wie gesagt. Aber auch das ist, wie man das sieht, es ist machbar. Es ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Es ist kein Hexenwerk. So. Aua. Machen halt ein bisschen Schaden, ne? Aua. Da habe ich gerade nicht drauf geachtet hier. Wie gesagt, ist halt nur auch nur der Testserver. Geht doch gleich weiter. Moment. Oh, da ist noch einer. Und jetzt kommt noch Welle 5. Welle 5 beinhaltet, wie man hier schon sieht, immer einen Kartenboss. Warum auch immer? Ich vermute, es ist gerade der Kebre, weil das sind ja die Wüstendinger. Das könnte ganz gut der Käfer sein. Hat auch immer irgendeine Sache, die quasi das Vieh auch wirklich hat. Also ich hatte eben tatsächlich einen, der war am Platzen, dann hatte ich einen, der spawnt ein Schild. Also alles, was man quasi wie die ganz normalen Kartenbosse. Das ist quasi ein ganz normaler Kartenboss. Ach, das ist kein Capri, das ist... Okay, auch so ein Vieh, auch gut. Aber kann ein bisschen dauern. Oh, Entschuldigung. Ja, genau das meine ich. Da platzt er nämlich gleich. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da jetzt tatsächlich eine Belohnung kriege. Wenn ich die noch hinkriege. Hier gucken wir das einfach mal. Vielleicht zählt das ja. Wenn nicht, habe ich komplett Pech gehabt. Den hatte ich nämlich tatsächlich eben auch. Habe ich jetzt gekriegt oder ist er geplatzt? Ich habe keine Ahnung.
Das war auf jeden Fall knapp. Der haut dann noch gegen. Auf jeden Fall trotzdem, wie auch immer, ich habe alle Gegner besiegt. Manchmal vielleicht auch ganz praktisch, dann schwenkt er sich einfach selbst in die Luft. Das ist auch vielleicht ganz cool. Diese Kisten enthalten einfach nur stinknormale Belohnungen. Das heißt in dem Falle Liederteile, sogar relativ viele. Also der Loot ist relativ gut. Kann man nur machen, ne? Was ist denn hier? Yay! Gut, ich sammle jetzt nicht auf, weil es halt eine Tester, dann interessiert mich herzlich wenig. Und hier oben steht immer die so eine Geburtstagskiste. Tada! Öffnen wir mal. Gibt ein bisschen Zeugs. Gibt auch immer ein paar Schlüssel des Heldenmutes, ist auch immer ganz nett. Auch immer, wie gesagt, entweder Jamswurzel, abgenagte Knochen, in dem Falle bei dem normalen Ding. Und es gibt eine zufällige Kiste, die wir. Jetzt habe ich gerade 8 Geburtstagspfandkisten von Lotak. Das heißt, mit diesen 8 Kisten könnte ich tatsächlich später, wenn ich denn mal irgendwann da bin, kann ich hier hinten bei Lortag diese Dinger öffnen. Dann kriege ich den Fortschrittsbalken davon voll. So, das heißt, man sammelt nach und nach sammelt man die ganzen Kisten im Inventar. Das ist ganz klar. So, muss natürlich den ersten Fortschrittsbalken fertig machen und so weiter und so fort. Zu den 8 Kisten, das war jetzt auf Infernal 4. Das ist wie folgt aufgeteilt. Auf Infernal 3,7, Infernal 2,6, Infernal 1,5, Tödlich 4, Qualvoll 3. Wahrscheinlich, das habe ich jetzt nicht auf der Liste, ist schmerzhaft sind dann 2 und normal ist eine Kiste. Das heißt, je höher man schafft, desto mehr Kisten kriegt man, desto eher kriegt man das Event auch fertig. Jetzt natürlich noch die Frage, wie farme ich denn am besten KDW? Die kannst du tatsächlich wirklich nur farmen, wenn du diese Kisten hier öffnest. Die Kisten kannst du, wie es auch hier auch schön dran steht, wenn du die vorher öffnest, geht der Inhalt verloren. Ich gucke kurz auf meine KDWs. Ach nee, die gehen trotzdem auf. Die Kristalle der Wahrheit sind trotzdem drin. Okay, das heißt aber trotzdem geht der Fortschritt verloren. Das heißt, die Kisten sollte man wirklich nur öffnen, wenn man die noch nicht, wenn man die entweder schon fertig hat oder wenn man sie gerade braucht. Das sind zum Beispiel jetzt die Duria-Kisten. Ich habe jetzt gerade bei dem Duria-Fortschritt, hier habe ich 120 Dinger. Und wenn ich die jetzt öffne hier, zack, 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 dann kriege ich natürlich den Fortschritt langsam voll. Und auch wieder ein bisschen Kristalle der Wahrheit. Es sind nicht viele Kristalle der Wahrheit, wenn man so guckt. Ja, immer so 5, 2, 2, damals haben 10, 10, 2, also zwischen 2 und 10. Zwischen 2 und 10 Fortschritt gibt es, also 2 und 10 KDWs gibt es, ist es tatsächlich nicht wirklich viel. Wow, ich habe voll eine Erfahrung bekommen. Wow, guck mal, jetzt bin ich voll intelligent, ey. Ja, warum ich die brauche, weiß ich auch nicht. Ist auch egal. Aber die gibt es halt im ersten Fortschrittsbalken ganz am Anfang. Das heißt, die kann sich auch Neuling erfahren, ist also damit völlig in Ordnung. Ja. Das Ganze heißt, wie oft muss man denn jetzt natürlich rein? Folgendermaßen, wenn du, genau du, das ganze Event machen möchtest. Ich habe das jetzt für Infernal 3 ausgerechnet, beziehungsweise das hatte lieber Donalda gemacht. Wenn du Infernal 3 rechnest, brauchst du 29 Runden, also 28,5 Runden, also 29 Runden brauchst du jedes Mal. Du kannst, wie gesagt, diese Zugänge kannst du dir auch quasi direkt kaufen. Das kann ich nochmal kurz zeigen. Du brauchst quasi für jeden Fortschrittsbalken auf Infernal 3 brauchst du 29 Runden. Das heißt, bei 10 Fortschrittsbalken sind das 290 Runden. Boah, ist schon mal ordentlich was, ne? Du kannst dir die Zugänge auch direkt kaufen. Wie gesagt, das waren jetzt gerade die ganz normalen. Geburtstagsarena-Chips. Davon habe ich auch noch welche auf dem Live-Server. Die kann man sich auch kaufen, falls man jetzt, ich sag mal, du brauchst jetzt nur noch, keine Ahnung, die helllichen Spiele. Kannst du das direkt kaufen. Ja, wie gesagt. Aktuell, für den aktuellen Preis, den man hier hat, ist, wenn man sich nur das kaufen würde, was man hier quasi braucht. Also angefangen bei Duria, also quasi wenn man die komplett weglässt und nur die hier nimmt, braucht man tatsächlich über 11.000 Sphärenscherben. Deswegen meine ich auch, das ist aktuell zu teuer, weil beim BTU haben sie alle die Dinger ausgegeben. Ja, wie gesagt, das wird von Mal zu Mal wird es immer teurer. Aber an sich muss ich sagen, tatsächlich. Die Eintrittspreise sind aktuell noch so hoch. Ich kann auch noch mal kurz ein bisschen hier zeigen, was alles so rauskommen kann. Ich kaufe mir mal so ein paar von diesen Dingern hier. Komm, da. So. Beim Gnob ist es vielleicht ganz interessant. Was gibt es beim Gnob? Weil beim Gnob gab es ja tatsächlich früher die Farben. Die gibt es ja jetzt nicht mehr. Es gibt keine einzige Farbe mehr hier. Gucken wir doch mal. Ich glaube, ich werde die auch. Beim Gnob kostet zwei Knüppel. Hier gibt es einmal einen Pornschlüssel.
Komm schon. Das dauert immer so lange, ne? Jetzt haben wir Schattenross. Was hattest du noch gar nicht? Ist ja cool. Yeah. Boah, hat was. Jetzt haben wir ein Terrorpferd. Das hatte ich allerdings schon. Ja, also es gibt, glaube ich, relativ selten gibt es irgendwie eine Rune. Komm schon. Rost der Wahrheit. Jo, meistens gibt es ja tatsächlich wirklich die Reittiere bei dem Ding. Relativ selten gibt es mal eine Rune, leider. was ist noch interessant zu wissen, zum Beispiel beim Sumpe oder beim... Nee, was mich, glaube ich, interessiert, ist tatsächlich eher die Händlerin für die Edelsteine. Aber wie viele Dinge habe ich noch? 85 Stück. Da kann ich mal kurz noch was ausgeben. Gehen wir einmal kurz zum Sumpe. Der braucht 25 Knüppel und... Ich hab das Fliegerhühnchen bekommen. Yeah. Das hat allerdings schon echt ein cooles Faktor, das Ding, ne? Das muss ich ja mal zugeben, das hat echt ein cooles Faktor. Dann habe ich bekommen, das andere macht FBM. Gut, das habe ich ja schon auf dem Live-Server, aber auf dem Test-Server, aber trotzdem. Wie viel kosten hier die Dinger? Ein. Gut, dann kann ich noch einmal testen. Hoppala. Zack. Und, Alter, außergewöhnliche Ausrüstung. Das ist halt so der absolute Dreck, den man hier rausbekommen kann. Ein lila Teil. Deswegen sage ich auch, der lohnt sich nicht. Sumpe lohnt sich tatsächlich genau deswegen nicht, weil du kannst ja einfach mal pauschal eine lila Ausrüstung bekommen für 25 von den Knüppeln. Es lohnt sich gar nicht. Gucken wir uns den nochmal an hier. Hier haben wir einen gesplitterten Onyx. Wahrscheinlich gibt es den meisten nur die gesplitterten raus. Spammen die alles rein hier? Oh, mal einen einfachen. Ja, also ich weiß nicht, am meisten lohnt, wird sich dann zeigen. Also ich weiß nicht, ob ich den Knob aufmache oder tatsächlich bei der Edelsteinhändlerin. Das werde ich mir noch überlegen, was ich da genau aufmache. Ich weiß es noch nicht. Wird sich dann zeigen, ne? Das ist ganz klar. Ah, Errungenschaft erworben. Hier. Yeah. Drachenfreundlicher Eber. Cool. Das ist diese Drachensau. Das ist die schwarze Sau. Dann haben wir hier Professor Dr. Renat Jolov. Habe ich den schon? Ja. Was habe ich denn schon auf dem Test-Survey? Dann haben wir hier Rost der Krone. Hat er auch schon. Ja, also kann man machen, muss man aber nicht, ne? Das ist wie gesagt für zwei Knüppel. Muri der Irre. Ja. Kann man nochmal wegschmelzen. Ach, jetzt habe ich keine Schlüssel mehr. Kaum ein bisschen was machen wir noch. Einfach damit wir mal ein bisschen was zeigen können. Ein Pornschlüssel. Wow. Also wie gesagt, das lohnt sich. Das ist so. Ja, ich weiß es nicht, ob es sich lohnt. Ich weiß es nicht, ob er ihn oder den anderen ist. Ist halt so die Sache. Komm schon. Rost der Krone, das haben wir nochmal bekommen. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß, das Video geht jetzt ein bisschen länger. Ich mache nur noch die Dinger auf. Also es wird nicht mehr viel Spannendes passieren. Außer, dass ich jetzt 5x5 Ampornschlüssel bekomme. Das lohnt sich tatsächlich schon ein bisschen mehr. Das ist ganz nett. Ich weiß nicht, ob ich den aufmache. Ich glaube, wahrscheinlich mache ich den grob auf. Weil die Chance, eine Rune zu bekommen, ist ja zumindest da. Auch wenn ich dann nur das beschissene Rost der Krone bekomme, ja. Gut, so viel dazu. Guti. Das war es dann eigentlich soweit vom Geburtstagsevent. Yeah. Cool. Wo sind meine Flügel? Meine Flügel? Hallo? Kostüme? Da. Muss die mal hier. Ah, eine Runde der Härte. Okay. Tatsächlich Mana-Kosten reduziert um 2%. Also tatsächlich gibt es ja auch mal Runen raus. Das ist auch mal schon ganz interessant. Also es, ja, ich glaube, ich mache den auf. Wie gesagt, Schattenrost, gut. Ich glaube, das auf dem Live-Server ist tatsächlich auch noch nicht, das Schattenrost. Ja, wie gesagt, ich werd vielleicht ganz viele Reittiere haben, die ich sonst nicht gebrauchen kann. Aber wie gesagt, alleine schon wegen den Runen. Rost der Krone, ernsthaft. Hier, ich kann einen ganzen Stall damit aufmachen. Was bekommen wir denn? Nein.
Zack, und mal wieder 5 Amporenschlüssel. Und einmal machen wir noch. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht es gut und ciao.